Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank für euer Interesse am dritten Teil meiner Videoreihe über den Bau eines Vierzylinder-Druckluftmotors. Nachdem ich euch in Teil 1 und 2 die Konstruktion, die Funktionsweise und das finale Design des Motors vorgestellt habe, möchte ich jetzt in diesem Teil auf die Materialien und die Hauptbaugruppen und deren Stücklisten eingehen. Ich werde dazu anhand von dem CAD-Modell die einzelnen Baugruppen der Reihe nach durchgehen. Gehen wir also ins CAD, fangen ganz unten mit der Grundplatte an. Die Grundplatte wird gefertigt aus Messing, hat die Maße 150 x 60 x 8, wird also aus einer massiven Messingplatte gefertigt sein und damit dem Motor einen hoffentlich guten Stand geben. Die Hauptlager, 5 Stück an der Zahl, werden aus Grauguss gefertigt, GG25, Anzahl 5 Stück und haben die Maße 8 x 22 x 46, wobei bei den ganzen Maßen zu beachten ist, dass das Fertigmaße sind, das heißt, da müssen noch entsprechende Bearbeitungszuschläge natürlich draufgerechnet werden. Dann kommt die Kurbelwelle. Die Kurbelwelle als Baugruppe hat die einzelnen Komponenten Wellenzapfen, also 5 Stück. Dreimal in der Länge 22, einmal in der Länge 24, einmal in der Länge 25, jeweils mit dem Durchmesser 8. Die Kurbelwangen haben einen Durchmesser 30, sind 8 Stück. Dann haben wir 4 Kurbelzapfen im Durchmesser 4 mit den entsprechenden Längen und die Schwungscheibe im Durchmesser 50. Diese Komponenten werden aus Automatenstahl gefertigt. Und dann brauchen wir noch 2 Sicherungsringe. Und dann Gewindestifte, also 8 Stück mit dem Gewinde M4 und der Länge 8 mm. Dann kommen die Kolben. Die Kolben bestehen aus dem Pleuel. Die Pleuel werden aus Messing gefertigt, haben die Maße 3x8 x 43, wobei im Bereich des oberen Pleuelauges noch die Breite reduziert werden muss durch entsprechendes Feilen. Die Kolbenbolzen bestehen wiederum aus Automatenstahl, Kolbenschaft aus Messing und dann brauchen wir noch die 8 Distanzscheiben auf den Wellenzapfen. Für die Wellenzapfen und die Kolbenbolzen gibt es jeweils Alternativpositionen, also man kann natürlich diese Teile selbst anfertigen, selbst drehen oder man kann fertige Zylinderstifte verwenden mit den passenden Durchmessern bzw. den Längen. Die gibt es jetzt nicht in beliebigen Längen, die müsste man eventuell dann halt noch entsprechend kürzen. Dann der Zylinderblock. Der besteht wiederum aus Grauguss. Grauguss geht auch hier GG25, Maße 116 x 22 x 32 und wird mit 10 in 6-Kantschrauben M3 in der Länge 60 befestigt. Das wären also diese Schrauben dann M3 x 60. Der Zylinderkopf hier zusammen mit den Zylinderkopfschrauben besteht ebenfalls aus Grauguss. 116 x 22 x 22. Der beinhaltet die Steuerwelle, die hier zu sehen ist. Die Steuerwelle ist wieder aus Automatenstahl gefertigt, hat die Länge 135 und der Durchmesser hier sehe ich gerade ist falsch, das muss Durchmesser 8 sein. Dann brauchen wir hier wieder 10 Innen-6-Kantschrauben M3 x 30 für die Befestigung. Das sind also die Zylinderkopfschrauben mit entsprechenden Unterlegscheiben und auch hier wieder einem Sicherungsring. Das Steuerventil, das Ventil selbst und der Ventilhebel sind wieder aus Automatenstahl gefertigt. Das Ventilgehäuse selbst, Grauguss 22 x 22 x 22. Der Druckluft-Einlass ist wieder Automatenstahl und auch hier wieder 2 Innen-6-Kantschrauben M3 x 30 zur Befestigung am Zylinderkopf mit Unterlegscheiben und 2 Sicherungsringen für das Ventil. Das sind also hier diese Sicherungsringe.
Und dann haben wir noch den Zahnriemenantrieb. Der Zahnriemenantrieb besteht im Wesentlichen aus Kaufteilen. Das sind drei Zahnscheiben. Eine Zahnscheibe für die Kurbelwelle, eine für die Steuerwelle und eine für den Zahnriemenspanner. Es sind Zahnscheiben für Zahnriemen in der Breite 6 mm, Profil S2M mit 30 Zähnen jeweils, den passenden Zahnriemen dazu, Teilung 2 mm, der muss natürlich zur Zahnscheibe passen, und eine Innensechskantschraube und eine Unterlegscheibe für den Steuerkettenspanner. So, das wären die einzelnen Materialien, die einzelnen Komponenten und die jeweiligen Stücklisten der Baugruppen. Jetzt müssen natürlich diese ganzen Materialien bestellt werden. Ich weiß nicht, wie die Lieferzeiten sind. Sobald die Materialien eingetroffen sind, wird es auch dazu ein Video geben. Und dann natürlich Videos, wenn die Materialien bearbeitet werden. Würde mich freuen, wenn ihr den Bau dieses Motors weiter verfolgen würdet. Dazu am besten den Kanal abonnieren. Und ansonsten nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Teil, bis zum Teil 4 dieser Videoserie. Vielen Dank, euer Ralf.